Das Helmholtz-Zentrum Berlin betreibt mit dem Elektronenbeschleuniger BSI-2 am Standort Berlin-Adlershof eine leistungsfähige Forschungsinfrastruktur für die Forschung mit Synchrotronstrahlung, also mit Photonen. Unser Produkt ist die Synchrotronstrahlung. Hier sind wir insbesondere auf den weichen Röntgenbereich spezialisiert. Der Speicherring hat einen Umfang von 240 Metern und wird vom Kontrollraum aus betrieben. Beim Betrieb des Speicherrings legen wir großen Wert auf höchste Verfügbarkeit und vergleichen uns dabei auch mit anderen Beschleunigeranlagen. Unser alter Kontrollraum war historisch gewachsen, unübersichtlich, laut, wenig ergonomisch und bot damit keine Möglichkeit für einen professionellen Anlagenbetrieb. Dabei sind wir schnell an unsere Grenzen gestoßen, als wir über die Fragestellung Ergonomie, flexible, skalierbare, hochverfügbare Hardware, Manpower und Expertise nachgedacht haben. Die Entscheidung für JST ist dann nach einem Besuch im Kontrollraum-Simulator gefallen. Hier haben uns die Features des Multiconsoling ohne die Benutzung von Fremdsoftware auf unser System überzeugt. Auch die Möglichkeit der Integration von Messgeräten in das Multiconsoling war für uns ein entscheidendes Argument. Aber auch die faire Beratung von JST hat zu dieser Entscheidung beigetragen und bei uns einen guten Eindruck hinterlassen. Wir wollten mit einem neuen Kontrollraum optimale und professionelle Arbeitsbedingungen schaffen und damit die Grundlage für höchste Verfügbarkeit des Beschleunigers BSI 2 legen. Für die gesamte Realisierung inklusive der baulichen Maßnahmen stand nur ein enges Zeitfenster von 6 Wochen ohne Zeitpuffer zur Verfügung, davon nur 2 Wochen für die Firma JST. Der neue Kontrollraum ist klar strukturiert und bietet mit der proaktiven Displaywand einen schnellen Überblick über die aktuelle Betriebssituation. Er bietet uns flexible und ergonomische Arbeitsplätze durch eine bessere Klimatisierung, durch optimal abgestimmte Beleuchtung, durch eine Lärmbekämpfung, durch schallabsorbierende Oberflächen. Und auch die Höhenverstellung der Tische wird von den Kollegen geschätzt. Technisch unterscheidet sich der neue Kontrollraum durch die Möglichkeiten des Multiconsolings, die flexible Nutzung der Displaywand, die Integration von Messgeräten und auch die Integration des Personen-Interlock-Systems in die Bedientische. Der Umbau des Kontrollraums hat gleichzeitig zu einem Kulturwandel im Betrieb der Beschleunigeranlagen geführt. Höhere Identifikation der Operator mit dem Operatordienst, Festlegung neuer Prozeduren, Steigerung der Betriebsdisziplin, Einführung umfangreicher Betriebsstatistiken und so weiter. Wenn man einen Umbau oder einen neuen Kontrollraum plant, sollte man unbedingt die Expertise von Fachleuten zu Rate ziehen, bevor man eine Entscheidung trifft und Geld in die Hand nimmt. Es lohnt sich durchaus, den Kontrollraum-Simulator oder andere Kontrollräume zu besuchen und sich über verschiedene Lösungen zu informieren. Dazu eignet sich auch der Monitoring-Kongress COMON, der eine hervorragende Möglichkeit des Erfahrungsaustausches bietet.